Irrgebirge, Akt 3, Nebenmission 1. Rund um den Hund. Caesar trifft wieder einmal auf die lästigen Banditen. Und wieder. Gold oder Leben? Ich habe kein Gold. Also Leben. Wirklich? Hm. Hätte nicht gedacht, dass ein Dorfbewohner so hohe Unterhaltskosten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher ein Einkommensproblem ist. Ja klar, in diesen ländlichen Gemeinden wird das Einkommen notgedrungen von unzuverlässigen Agrarerträgen bestimmt. Jungs, wir schweifen ab. Also hör mal, Dorfbewohner, wenn du kein Gold hast, ist dein Leben verwirkt. Deck deine Schnauze nicht in unsere Angelegenheiten, Hund. Das hier geht dich nichts an. So, du wandelnder Flohzirkus. Meine Geduld ist am Ende. Ruft Verstärkung. Ich kann Sachen bauen. Dafür, dass die Siedlung so klein ist, hat sie ein beachtliches Straßennetz. So. Ist er sicher ein verlockendes Ziel für Banditen? Kommandant Caesar will offenbar hierbleiben. Dann ist es also entschieden. Wir bleiben hier und beschützen diese Dorfbewohner und ihre Siedlungen. Für immer und ewig? Okay, wo sind denn hier die Banditen? Die 5 da oben oder was? Also was wir auf jeden Fall brauchen, sind mehr Häuser. Könnt ihr Häuser einnehmen? Nee, ne? Ihr könnt das nicht einnehmen. Ja, ich muss darauf achten, wo die herkommen. Nicht, dass die nur von... Also wenn die jetzt nur von oben kommen, kein Thema, ne? Aber wenn die jetzt auch hier von links kommen. Oder von rechts. Das ist ja auch noch was. So, machen wir hier nochmal einen Alchemisten und hier ein Kampfhündchen. Also drei Felder können sie bauen, gehen. Einfache Bauern. Die sind nicht für den Kampf ausgerüstet und allem wertlos ausgeliefert. Wehrlos, meine ich. Okay, die können auch niemanden angreifen. So, einfache Bauern, sie sind nicht für den Kampf. Ja, okay, kosten 50. Dorfbewohner können nicht angreifen und sind aus strategischer Sicht zu nichts zu gebrauchen. Okay, ja, dann bleiben die da stehen. Okay. Alles klar, Jungs. Zeigen wir ihnen, wer hier das Sagen hat. Also Bauern wie beim Schach. Naja, aber Bauern sind eigentlich ziemlich gut beim Schach. Weil du damit ja eine verlorene Figur wieder zurückbekommen kannst. Ne?
Und Ballistas gegen Flug. Okay, wir kommen doch aus allen Richtungen. Im Süden sind noch mehr Banditen aufgetaucht. Cäsar scheint überzeugt zu sein, dass wir sie schlagen können. Na gut, dann gehe ich da hier nochmal rüber. Also da unten gebe ich dir auch nochmal. Erstmal hier hin, ne? Die Ritter schicke ich erstmal nach oben. Das schicke ich jetzt erstmal nach oben. Und die neuen Ritter kommen dann nach unten. Dann holen wir uns mal ein paar Bogenschützen, ne? Wir haben sie umzingelt. Jetzt bist du nicht mehr ganz so vorlaut. Was, Pelzknäuel? Weiß nicht. Mach mal sicher, sicher, ne? Aussuchen, wenn du haben willst. Nee.
Bogen und Bogen. Du könntest auch ein Geschichtenerzähler sein, so wie du manchmal die Charaktere betonst. Schon lustig anzuhören. Findest du? Ich versuche immer so ein bisschen Abwechslung bei den einzelnen Charakteren reinzubringen, ne? Aber manchmal funktioniert das auch nicht. Habe ich doch so meine monotone Stimmlage. Ich versuch's. Oh, vielleicht Ballisten kaufen, oder? Recht nice. Obwohl, Alchemisten machen ja auch super viel Schaden, ne? Stell dir mal vor, ich würde noch meine Stimme noch ein bisschen verändern, weißt du, über unser Programm oder so. Nein, Mann. Asche. Gegner wurde halt rot angezeigt. Habe ich echt gedacht, ja okay, dann kann ich ja angreifen. Pustekuchen, nichts mit angreifen, ey. Pustekuchen. Den hier noch.
Können wir sowieso schon angreifen. Natürlich kommen wir nicht ran. Okay, ich brauche neues Zeug für unten. So. 64. 69. Mal schön schwächen, ne? Das ging fährt. Die schwierigen Geschütze hier, oder was? Wie kann es sein, dass uns dieser Hund immer noch abwehrt? Wir haben schon unsere halbe Armee geschickt. Hast du das gehört, Sisse? Das Gröbste haben wir hinter uns. Das Gröbste? Wenn ich gerade irgendwas von einer halben Armee erzähle? Weiß ja auch nicht, woher noch irgendwas kommt oder nicht kommt hier. Mann, die bewegt sich aber auch immer genau so, dass man die nicht angreifen kann.
Jetzt eigentlich HP holen. Die wollte sich gerade nicht heilen, warum auch immer. Sehr schön. Sehr schön. Noch mehr, ey. Jetzt darf ich. Warum nicht vorher? Noch mal ein bisschen Schaden machen, ne? Nix Money. Leute, 2 Gold hatte ich noch.
Ich damage. Abhauen ist nicht. Aufgetaucht. Die mal hier hin. Hätte ich beide Brücken, glaube ich, beschießen. Du wartest. Also klar, dass er den angreift. Riesen, diese Banditen meinen es wirklich ernst. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen die Dorfbewohner beschützen. Okay, wo sind die Riesen? Den machen wir. Wobei, warte mal, wie man das. Machen wir das so. Zug. Steht eigentlich schon ganz gut, vielleicht noch ein Stückchen höher.
Ach, die darf da gar nicht rein. Okay, dann wartest du da. Bewegen wir ein bisschen zurück. Lass das mal so bleiben. Ja, Kritschern, ne? Weil ich hier stehe. Bewegen, ja, aber nicht schießen auf der Seite. Was? Machen wir mal zwei Ritter, mal gucken. Na, war klar, dass sie anläuft. Wow, bis zu 17%. Egal. Unser Riese. Unser kostbarer Riese. Böser Hund. Nicht schon wieder. Wieder? Ich mache mal weg. Du bleibst stehen. So, was ist denn hier mit dem Reiter? Mit euch da oben. Ihr habt irgendwie keinen Bock, ne? Sag schon.
Nice. Mehr Boot. Er hält sich für den Größten, nur weil er so prächtig und majestätisch ist. Wir werden es ihm schon zeigen. Ach du Scheiße. Das scheint der letzte Ansturm zu sein. Machen wir sie fertig und retten diese Siedlung. Ist das hier nicht eigentlich eine Siedlung? Ich meine, da sind drei Häuser und ein Brunnen. Oder? Ist das nicht schon eine Siedlung? Das ist eine Festung. Das ist ein Camp, ein Dorf. Ja. Dorf. Festung. Kaserne, Dorf, mehr als genug Dorf. Also da unten gab es jetzt nichts und er hat gesagt, das ist jetzt anscheinend die letzte Welle. Ich lasse sie trotzdem hier unten. Die Balliste nehme ich mit. Dass er echt da draußen bleibt. Ey, das Schwert kann ich los. Die arme Brücke. So viele Reiter. Ich bräuchte mehr Bogenschützen oder mehr Alchemisten. Vorschwächen, ja.
nicht im Wasser stehen bleiben. Das ist nicht gut. Inspiration. Vorschwächen. Mit dem Bogenschützen verwechselt. Ja, was ist das? Mit den Hund dahin? Wie kommt der gar nicht vorwärts? Ich lahm. Nee, schade. Hätte ja sein können.
Sonst können wir da, oder? Na dann. Schon gewonnen, Mensch. Jetzt sieht aus. Hätte klar sein müssen, dass wir keine Chance haben. Seht doch nur, wie königlich er wirkt. Lasst uns von hier verschwinden. Danke, Hund. Cäsar, da bist du ja. Ja, mein Kleiner, es ist Zeit für den Fressi. Glückwunsch, du hast die verlorenen Lande im Kodex freigeschaltet. Ja, das war Irrgebirge Akt 3, Nebenmission 1.